Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Auf dieser IGAS-Konferenz werden wir berichten über unsere Algorithmen und Prozessorentwicklung für die deutschen Missionen TerraSA-X, TandemX und NMAP, aber auch für die kommenden ESA-Missionen. Ein Highlight werden sicher die ersten Ergebnisse werden, die wir mit TandemX erreicht haben. Wir haben ja die erste Abdeckung der Landmasse der Erde geschafft. Und das globale Höhenmodell, das wir jetzt schon erstellen können, zeigt uns, dass wir die Anforderungen an dieses Höhenmodell sicher erreichen werden und teilweise sogar übertreffen werden. Weitere Ergebnisse, die wir präsentieren werden auf dieser Konferenz, sind Ergebnisse aus der Atmosphärenfernerkundung, Algorithmen, die es uns erlauben, Spurengase aus den Daten der europäischen Satelliten METOP abzuleiten. Die SAR-Technologie ist eine Schlüsseltechnologie im deutschen und im europäischen Erdbeobachtungsprogramm. Dabei hat sich die Entwicklung der deutschen SAR-Technologie in den letzten Dekaden in großen Sprüngen vollzogen. Jeder dieser Entwicklungsschritte war mit einer Premiere verbunden. Das hat angefangen 1994, als wir mit der NASA und der italienischen ASI die SIRSI-Mission durchgeführt hatten. Das war damals die erste Mehrfrequenz-Radar-Mission, die es überhaupt gegeben hat. 2000 haben wir dann die Shuttle Radar Topography Mission gestartet, das erste sogenannte Single-Pass-Interferometer im Raum, das es uns ermöglicht hat, ein globales digitales Höhenmodell zu erstellen, quasi der Vorläufer zur TandemX-Mission heute, ein Datensatz, der damals die ganze Geoinformationsbranche revolutioniert hat. 2007 dann kam TerraSA-X, die deutsche Radarmission, mit einer Auflösung von einem Meter. Die erste Mission, die diese hohe Auflösung bei einer geometrischen Genauigkeit im Dezimeter- oder sogar im Zentimeterbereich hatte. Und letztendlich 2010 mit dem Start von TandemX haben wir das erste Radarinterferometer im Raum, das in einem sehr engen Formationsflug fliegt. Die weltraumgestützten SAR-Systeme, wie wir sie heute haben, liefern entweder sehr hohe räumliche Auflösung bis zu einem Meter oder eine sehr gute Abdeckung. Nutzer, wissenschaftliche wie auch kommerzielle, wollen natürlich beides. Und dort zielen die neuen Entwicklungen hin. Eine weitere Herausforderung ist die zur Verfügungstellung von SAR-Daten, aufgenommen in mehreren Wellenlängenbereichen, zur besseren thematischen Interpretierbarkeit. Wir arbeiten derzeit an einem Missionskonzept, genannt TandemL, das es ermöglicht, im L-Band dynamische Prozesse der Erdoberfläche kontinuierlich aufzunehmen und zu beobachten. TandemL wird in der Lage sein, die gesamte Landmasse der Erde alle 8 Tage einmal abzubilden. Das ist möglich durch ein neues Verfahren, sogenanntes Scan-on-Receive-Verfahren, durch eine konsequente Digitalisierung der gesamten Signalkette. SAR-Daten werden für eine Vielzahl wissenschaftlicher, kommerzieller, aber politischer Fragestellungen eingesetzt. Das reicht von der Ozeanografie zur Geologie, zum Bauingenieurwesen, zur Planung von Infrastruktur, zur Notfallkartierung, aber auch zur Kontrolle internationaler Abkommen. Immer wenn wir Daten unabhängig von den Wetterbedingungen, unabhängig von der Beleuchtung brauchen, müssen wir auf SAR-Daten zurückgreifen. Die SAR-Technologie eignet sich auch ganz ausgezeichnet, um digitale Höhenmodelle der Erdoberfläche in vernünftigen Zeitrahmen zu erstellen, weil das SAR mit seinen Mikrowellen nicht von Wolken blockiert wird und deshalb immer einen freien Blick auf die Erdoberfläche hat. Des Weiteren haben SAR-Wellen die Eigenschaft, dass sie in manche Objekte eindringen können. So können wir also in das Blätterdach der Wälder blicken und so die Biomasse des Waldes abschätzen. Neben der klassischen Kartierung, die wir natürlich mit SAR machen können, verwenden wir SAR-Daten zum Beispiel in Ozeanografien zur Messung von Windgeschwindigkeiten oder Wellenhöhen über den Ozeanen, aber auch zur Detektion von Schiffen, also ein wichtiger Beitrag für die maritime Sicherheit. Die
Technik der SAR-Interferometrie eignet sich ganz ausgezeichnet zur Vermessung kleinster Bewegungen der Erdoberfläche. Das können durch Grundwasserentnahme verursachte Bodensenkungen in Städten sein, das können auch tektonische Bewegungen sein oder auch vulkanische Aktivitäten. Sicher ein Durchbruch wird das globale Höhenmodell von TandemX werden. Ich habe darüber schon gesprochen. Ein Höhenmodell mit einer bisher nicht bekannten Auflösung wird also für Hydrologen, für die Planung von Infrastrukturen, für die gesamte Nutzung von Geodaten ganz ausschlaggebend sein. Weitere Entwicklungen, die wir auch auf dieser Konferenz beobachten können, ist die Verschneidung von SAR-Daten mit optischen Daten, also mit Multispektraldaten, Hyperspektraldaten, um die in diesen beiden Datensätzen komplementär enthaltene Informationen zu nutzen. Weil dann auf dieser Konferenz werden wir hunderte von Präsentationen hören und Poster sehen, die sich mit der Anwendung von SAR-Daten in den unterschiedlichsten Gebieten beschäftigen. Eine große Stärke des DLR ist seine Systemkompetenz. Das betrifft vor allem auch SAR-Missionen. Zusammen mit einem industriellen Partner beherrschen wir die gesamte Systemkette, beginnend vom Missionskonzept der Sensortechnologien, über die Steuerung des Satelliten, den Empfang der Daten, der Verarbeitung der Daten, aber auch eigene geowissenschaftliche Forschung mit diesen SAR-Daten. Dazu kooperieren wir natürlich auch. Wir kooperieren international mit der ESA, NASA, JAXA, CNES, nur um einige zu nennen. Aber an dieser Stelle möchte ich mal auf unsere internen Kooperationen eingehen, nämlich den industriellen Partnern und auch den Universitätspartnern. Ein paar Beispiele. Die TerraSAR-X und TandemX-Missionen sind ja in einer Public-Private-Partnership realisiert worden. Das bedeutet, das DLR steuert den Satelliten, empfängt die Daten, verarbeitet die Daten, sowohl für den kommerziellen Vertriebspartner Astrium Geoinformation Services, wie auch für die gesamte wissenschaftliche Community in Deutschland und international. Das DLR hat sich mit universitären Partnern aus dem Münchner Raum zusammengeschlossen zu einer Kooperation Munich Aerospace, Fakultät für Luft- und Raumfahrt. Wie der Name schon sagt, kooperieren wir im Rahmen dieses Zusammenschlusses auf der Thematik Luft- und Raumfahrt. Und allein drei der dort gegründeten Forschungsgruppen beschäftigen sich mit Themen, die direkt mit der SAR-Technologie und deren Auswertung zusammenhängen. Das war der DLR Webcast.